Techtelmechtel, der Mechpel-Pod... der Tech-Podcast. Techtelmechtel, der Tech-Podcast von Digitech. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit mir und Philipp Rüegg, mit dem Samuel Buchmann. Hoi zusammen. Domagoj Belancic. Hallo. Und zum ersten Mal dabei der Flo. Hoi zusammen. Genau. Hast du dich schon entschieden für einen Dialekt? Ja, ich habe mich für Baseldeutsch entschieden und ich probiere es durchzuziehen. Gelegentliche Slips ins Berndeutsche bitte ziehen wir verziehen. Genau, der Flo ist ja einer von unseren jüngsten Zugang zu der Redaktion und ist genau heute zum ersten Mal im Podcast dabei. Und das hat natürlich auch einen guten Grund. Also, wir würden dich natürlich auch sonst gerne einladen, aber heute haben wir auch speziell mal ein Thema, wo du dich gut auskennst. Und zwar geht es um Reddit, wohl das grösste Forum der Welt, kann man so sagen. Und dort geht es gerade drunter und drüber. Und da haben wir gefunden, über das müssen wir mal reden, was dort genau passiert. Dann haben wir aber auch noch andere Sachen. Wir haben nämlich eine Themenwoche bei uns auf digitech.ch. Und zwar geht die um Retro, Retro-Tech, Retro-Games, Kameras und alles Mögliche. Das wollen wir jetzt da nicht alles nochmal durchkauen, aber ich habe ein kleines Quiz vorbereitet mit Retro-Geräusch. Und ich darf dann die anderen raten. Oh, jetzt habe ich mir ich muss mir noch einen Zettel machen, damit ich weiss, wer von euch denn am besten ratet. Und dann im Big Screen reden wir über Asteroid City, am Wes Anderson, sein neuer Film. Und in der Spielecke habe ich Park Beyond gespielt und der Domi hat sich durch diverse Steam Next Fest Demos gezockt und sagt uns, welches die besten sind. Hunderte? Nein, so viel, so viel dann gleich nicht. Ich habe viele, viele durchgeschaut und viele Quizlisten, aber nicht so viel gezockt. Ja, aber wir fangen an mit Reddit. Dort ist ja seit ein paar Wochen ist dort ziemlich am Brodeln. Und genau, warum und wo es hinführt, das weiss am besten der Flo, oder? Wo es hinführt, ja, da ist ein Blick in die Glaskugel nötig. Was genau passiert ist, probiere ich euch zusammenzufassen. Es geht darum, dass, eben, ich denke, ihr kennt Reddit alle, es ist eigentlich wie so eine Diskussionsforum mit x Unterfahren, sogenannten Subreddits. Und das ist die 10 meistgeklickte Website, zumindest in den USA gesehen, im abgelaufenen Jahr. Und dort ist die Sache die, Reddit hat relativ lange keine App gehabt, oder keine brauchbare App, keine Mobile-Lösung. Jetzt haben sie eine App, die ist aber nicht so gut. Und in der Gap haben Drittanbieter gefüllt, wie zum Beispiel Apollo. Die haben dort Apps angeboten, wo User auch können so das Interface auf ihre eigenen Bedürfnisse anpassen und so weiter. Für das hat Reddit eine Schnittstelle zur Verfügung gestellt, damit man da darauf zugreifen kann. Und jetzt ist es so, dass Reddit gerne möchte, dass man für wenn es besonders viele Zugriffe sind, dass man zahlt wieder. Also nicht der einzelne User, aber halt die App-Entwickler, dass die Geld zahlen. Und auf das haben sie keinen Bock. Obviously. Die Administratoren von den Subreddits, die ja nicht für Reddit arbeiten, sondern die das eigentlich freiwillig machen, die finden das auch nicht okay und darum gibt es eine Protestaktion. Das so mal ganz grob zusammengefasst. Und jetzt hast du halt zwei Fronten. Einmal die User und die Entwickler von der Third-Party-Apps und einmal halt Reddit. Wie, also genau, da muss man auch davon ausgehen, weil ich habe die normale Reddit-App gebraucht, weil ich Reddit eh nicht zu viel brauche und habe auch immer gefunden, die ist schon im Brunz, weil du nicht einmal irgendwie eben kannst so Threads durchsuchen und habe mich auch immer recht gewundert, dass die nicht viel kann, aber eben, wenn du jetzt sagst, dass darum brauchen alle die Third-Party-Apps, also ihr selber braucht die auch. Ja, also ich bin mitteillich, dürfen wir hier die Apps bewerben, weiss nicht. Ich benutze sicher, Apollo. Ja. Ich benutze Apollo für iOS. Das ist eigentlich meine App to go. Ich bin auf Boost. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Vielleicht gibt es sie auch auf Android, aber ich liebe sie. Und auch im Vergleich zur normalen Reddit-App, kein Vergleich von Usability her und wie schön dass es aussieht. Ich liebe die App. Mir geht es gleich wie dir, Phil. Also ich habe auch die Reddit-App irgendwie einfach offiziell installiert. Ich brauche es auch eher am PC, muss ich sagen. Also ich bin eher so im Browser auf Reddit, am Handy eigentlich tendenziell weniger. Ja. Aber ja, dann erklärlich, dass da die Drittanbieter in die Lücke gesprungen sind. Und jetzt, wieso kostet das plötzlich? Also wieso will Reddit jetzt plötzlich Geld? Also es hat verschiedene Gründe. Es gibt so eine offizielle und eine inoffizielle Version.
der offizielle ist es so, dass es Guidelines gegeben hat, eigentlich rechtlich nicht bindende Guidelines, die besagen, wenn du mehr als 100 Queries hast, also mehr als 100 Anfragen in dieser Schnittstelle zwischen einer Third-Party-App und Reddit, dann ist das eigentlich nicht erlaubt. Also dann müsstest du müsstest eigentlich unter 100 pro Minute bleiben, muss man dazu sagen. Eine Anfrage ist immer, wenn ich sie benutze als User, oder wie? Genau. Ja. Also jedes Mal, wenn du von einer Third-Party-App aus irgendein Subreddit aufmachst, dann ist das ein Query. Und da sind eigentlich 100 in der Minute sind eigentlich laut Guidelines erlaubt. Ah, die Guidelines hat es jetzt schon gegeben, also die sind nicht neu? Die hat es gegeben, okay. Aber sie sind halt nicht bindend. Mm. Sie sind mehr so Code of Conduct, bitte, mach doch das so. Und dann hat es natürlich Apps gegeben, gerade wie Apollo, wo das ums 400-fache oder so etwas überstiegen haben. Und darum hat dann Reddit Dickman gesagt, okay, schaut, jetzt wenn wir, dass ihr Abos abschließt, entweder haltet ihr euch an die 100er Richtlinie oder sonst kostet so ein 1000er-Package, 1000er Query pro Minute kostet 24 Cent. Also das ist nicht viel, oder? Also 100 Anfragen oder 1000 Anfragen, das ist ja. Jeder Klick ist eine Anfrage. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ja, wie viele Leute auf Reddit rumklicken, dann ist das natürlich nichts. Und ich nehme an, dann gibt es recht grosse Beträge, die jetzt die müssen zahlen. Das gibt irrsinnige Beträge. Also der Chef gerade von der Apollo-App, Christian Selig, hat vorgerechnet, in bzw. seine Firma wird das 1,7 Millionen US-Dollar kosten im Monat. Aber das ist viel. Und vor allem, die Apps sind ja in der Regel gratis, nehme ich an, oder? Und wie machen die überhaupt Geld? Also wie macht eigentlich Reddit Geld vielleicht zuerst und wie machen dann die Third-Party-Apps Geld? Reddit und auch Third-Party-Apps, das geht eigentlich über Ads, also über Werbung im Wesentlichen. Und dort ist eben, da kommt eben das zweite Problem. Reddit hat brutalen Wertverlust gehabt. Also der Hauptinvestor, so eine Finanzfirma, die haben vorgerechnet, dass seit sie den grossen Anteil gekauft haben, die nennen sich Fidelity Investment, hat Reddit einen Wertverlust von über 40% erfahren in den letzten zwei Jahren. Und haben sie nicht irgendwie geplant, an die Börse zu gehen oder irgendwie neues Kapital aufzunehmen? Irgendetwas eigentlich da im Kopf ist das? Ihr Börsengang war geplant. Es sind verschiedene Sachen andenken. Es gibt auch immer wieder neue Finanzierungsrunden, die dann für Aufmerksamkeit sorgen, weil dann sehr bekannte Persönlichkeiten auch mitfinanzieren. Zum Beispiel Snoop Dogg, Jared Leto. Geil. Pumpen dort immer mal wieder ein paar Fränkchen rein. Und genau. Und jetzt ist einfach, das Problem ist halt einfach, sie sind mit den Umsatzzahlen auch nicht zufrieden und sie sind mit den Einnahmen nicht zufrieden. Und finden, die Drittparteien, die profitieren da eigentlich von der Arbeit von Reddit. Aber in den Drittanbieter-Apps hat es ja keine Ads, die ausgespielt werden, oder? In Boost möchte ich mich nicht erinnern, dass ich mal jemals eine Ad hätte gesehen. Das ist unterschiedlich. Ist es unterschiedlich? Okay. Das ist unterschiedlich. Es kommt auf die App drauf an. Es gibt auch Third-Party-Apps, die dann so einen symbolischen Franken oder zwei kosten. Okay. Aber genau. Ich habe jetzt eben noch gelesen, dass sie, also der CEO von Reddit hat sich ja dann auch geäussert, oder? Weil genau jetzt sind ja die Fronten völlig verhärtet und ich habe dann einfach nur den kurzen Abriss gelesen und einfach er sagt, ja, da bleiben wir. Also da ist, weil genau, die Third Party, die blockieren, die streiken sozusagen, oder? Und was auch immer das bedeutet, aber er sagt, nein, das ziehen wir durch. Und er hat sich dort vor allem auf so AI-Sachen berufen, also dass das der Grund sei, dass viele so mit künstlicher Intelligenz Diensten sich einfach bedienen bei Reddit und sozusagen ihre Daten dort daraus beziehen und das will er unterbinden, respektive sie sollen zahlen dafür. Genau. Also man muss ja noch präzisieren, der grosse Protest kommt nicht unbedingt von der Betreiber von der Third-Party-App, sondern von den Mods, also von den Moderatoren, von den Subreddits. Das ist alles community-based, also das ist eigentlich freiwillige Arbeit. Und die haben dann die Subreddits offline genommen, beziehungsweise auf privat gestellt, unter anderem mal, um das Ganze ein bisschen unattraktiver machen, oder dass dann so ein Userverlust, eine Userabwanderung droht. Ja, das ist mir aufgefallen. Ich habe irgendwie ein paar Mal in den letzten Tagen etwas
nachschauen auf Reddit und dann habe ich plötzlich, es ist privat, hey, ja. Was ist jetzt passiert? Ich war erst verwirrt. Es war vor allem während dem Summer Game Fest und habe ich gemerkt, wie abhängig das ich bin von Reddit als News Source. Es ist so gäbig, ja, den Subreddits, die ich folge, Gaming-Subreddits, da siehst du wirklich auf einen Blick, was ist relevant, über was wird wirklich geredet. Und während den 2-3 Tagen, wo die privat war, habe ich mich so hilflos gefühlt. Extrem, man merkt wirklich, man ist so, ich brauche Reddit wahrscheinlich mehr als Google am Schluss. Also wirklich, es ist gesammeltes Wissen der Menschheit. Wahnsinnig. Das ist schon ein bisschen so, ja. Definitiv. Es ist so vielfältig und es hat so viele Millionen User. Und das ist dann halt ein bisschen ein Rattenschwanz, oder? Wenn die Mods dann ihre Arbeit niederlegen, dann leidet die Qualität. Wenn die Qualität leidet, wandern die User ab. Wenn die User abwandern, ist irgend weniger Info. Und so weiter. Also das kann durchaus noch gefährlich sein. Und Reddit hat jetzt angefangen. Also sie eben, wie du sagst, Phil, sie haben auf stur gestellt, dann haben sie auch mal ein paar Mods gekickt, weil sie gegen den Code of Conduct gestossen haben. Haben sie jetzt zum Teil aber auch schon wieder zurückgeholt. Also es ist eine sehr, sehr schwierige Situation vorher. Und die meisten Subreddits sind aber wieder zurück, die privat sind gegangen. Also sie streiken nicht mehr, oder? Größtenteils. Die meisten, ja. Aber es sind halt ein paar relativ grosse, wo wirklich mit Millionen von Usern, die immer noch weitermachen mit dem. Ich sehe irgendwie so 2-3 oder so sind wieder zurück, aber posten nur noch Bilder von John Oliver. so als Protestaktion. Im iPhone-Forum sind es nur Bilder von Tim Cook. Völlig absurd. Es gibt auch eine sehr grosse Aktion in verschiedenen Subreddits. Sie posten nur noch Bilder von sekundären Geschlechtsmerkmal. Stimmt, das habe ich wirklich gelesen. Wenn ich glaube, gesagt, das ist not safe for work, das ist aber nicht okay. Genau, das Problem dort ist vor allem, dass sie es nicht kennzeichnen als not safe for work. Aha. Weil, wenn du solche Content postest, dann musst du das Subreddit eigentlich monetarisieren. Und das passiert natürlich nicht, weil man nicht auf den ersten Blick sieht, dass es not safe for work ist, erst wenn man nachschaut und sieht, okay, das sind jetzt richtig. und eben, also hast du das Gefühl, ist dort etwas dran, dem Argument, wo der CEO sagt, dass er will einfach irgendwie sozusagen die Firma schützen oder einfach zumindest mitverdienen, wenn einfach andere Firmen ihre Daten gratis benutzen? Ja, also es ist natürlich irgendwo ein Ansatz. Er will halt... wenn halt Geld verdienen. So, für das kann man grundsätzlich Verständnis haben oder nicht. Es ist halt so, dass so der Grundgedanke oder so Reddit und Reddit-User und so der Grundgedanke ist halt so ein bisschen piratisch, ein bisschen anarchistisch angebucht und dass jetzt da halt einfach so ein Oberkapitalist ansucht und sagt, ja nein, aber es muss Stutz rausschauen, oder? Weil in einem Punkt hat er schon recht, wenn du jetzt Reddit von der Größe der Plattform her vergleichst mit irgendwie den anderen grossen Player wie Meta beispielsweise, dann siehst du die Umsatzzahlen, die bei Meta ums 10-fache grösser sind wie bei Reddit. Und die Frage ist halt einfach nur, wem steht eigentlich moralisch gesehen, wie viel von dem Erfolg zu, weil Reddit betreibt zwar die Plattform, aber sie haben ja keine Arbeit im Sinn von, dass sie Content bieten oder sie sind eigentlich nur ein Hoster. Darum kann ich schon auch ein bisschen verstehen, dass die Leute sagen, ja, nein, also wieso solltet ihr von unserer Arbeit Geld, also profitieren monetär als Einzige? Was sagen denn die App-Betreiber, also die eigentlich direkt betroffen sind oder wo jetzt müssen die Rechnungen zahlen? Was heißt denn Apollo zum Beispiel? Also Apollo und Christian Selig heisst der ist eigentlich so der Pionier, der gesagt hat, wenn sich nichts ändert, geht er am 30.06. mit seiner App offline. Oder ja, das ist so der Post, der es ausgelöst hat auf Reddit, oder? Genau. Die Meldung, dass sie irgendwie 20 Millionen Dollar müssten zahlen und sich das nicht leisten können. Und dann ist der ganze Shitstorm losgegangen. Ganz genau, ja. Also er, ja. Und es ist so, also er hat gesagt, es spielt sowieso keine Rolle, weil wenn er nicht wird, aufhören Ende Juni, dann wert dann halt im Oktober, weil dann sind sie pleite. Das ist schon, in dem Fall finde ich es auch, da geht es jetzt nicht um eine leere Drohung, das ist rein, die Rechnung geht einfach hinten nicht auf, das ist völlig logisch. Mhm. Also das glaube ich jetzt auch, das kann nicht sein, dass das irgendwie aufgeht. Ich verstehe den anderen Punkt, aber das betrifft ja dann auch nicht nur Reddit, oder? Aber die ganzen ChatGPT und einfach all die AI-Software,
wir wissen dort oft nicht, woher die Daten nehmen. Aber eben, offensichtlich ist Reddit eine von diesen Quellen. Und dass die wiederum finden, eben, zwar haben wir den Content nicht selber generiert, aber die ihn holen, ja, offensichtlich auch nicht. Und sie nehmen dann einfach gratis. Ich weiß auch nicht, ist schwierig. Das ist vermutlich eine Grundsatzfrage. Oder eben, wie viel Wissen soll gratis zugänglich sein? Aber ich finde ja halt einfach, dass sie heute da irgendwo einen Mittelweg gehen. Es ist jetzt so ein bisschen, sie sagen natürlich, ja, Google grabt uns einfach die Daten ab und sie zahlen nichts für das. Das ist nicht gerecht. Also verlangen wir ab sofort einfach die Abos für die Queries. Das ist irgendwie im Fall von Google oder von den AI-Sachen, kann ich das noch irgendwie nachvollziehen. Ja. Aber wenn sie natürlich einfach selber überhaupt keine gescheite App zum Beispiel anbringen und eigentlich profitieren von diesen Third-Party-Apps, weil ich meine, dort sind ja ganz viele von diesen Power-User und so weiter, die den Content generieren, der auf Reddit dann wirklich liest, die brauchen genau diese Apps. Und wenn du jetzt einfach dort genau den gleichen Ansatz machst und sagst, ja, ihr müsst auch einfach so viel zahlen für die Queries und im Prinzip, also im Endeffekt sagt Reddit, hey, weißt du, wir wollen euch einfach nicht mehr. Entweder ihr zahlt und macht euch selber kaputt oder ihr seid einfach weg. Also das ist im Prinzip, kommt das ja eigentlich einer Abschaltung von diesen Third-Party-Apps gleich. Mhm. Darum das kann ich nicht mehr verstehen. Ja, vor allem, also wir nehmen schon ein Wunder, was hast denn du das Gefühl, Flo, denn das für Folgen hat? Wenn jetzt wirklich die, man muss ja davon ausgehen, wenn jetzt die so bleiben, dann schaltet die ab und eben, die haben ja Millionen von User und logisch, wenn du es am Desktop brauchst und so, ist es egal, oder? Aber die werden ja auch extrem viel Mobile-Zugriff haben und dann haben die wieder die scheissige Reddit-App, also, was? Also ich glaube, also relativ, ich denke, viele werden dann schlussendlich bleiben, weil sie einfach an Reddit hängen. Aber ich glaube auch, dass es einige geben wird, die dann sagen, nein, jetzt haben wir so, haben wir keinen Bock mehr. Und dann hast du einfach das Problem, dass die Qualität der Informationen wird einfach massiv abnehmen. Was ja wiederum ein Problem ist, weil eben gerade so ChatGPT und so weiter dort die Infos abgreift. Weil das sind dann genau die Firmen, die sich das können dann leisten, wenn sie charged werden halt für so die Infos, dann zahlen die das. Aber was sind denn das für Infos? Wenn du keine Moderatoren mehr hast, weil die Moderatoren die Arbeit niederlegen oder nicht so gute oder Bots als Moderatoren oder so, die dann auch nicht jede Information können überprüfen und so, dann das ist halt nachher auch so potenzielle Fake News Quellen, oder, die man dann ausnutzen kann, weil du weißt, Reddit hat ein wahnsinniges Renommee, hat einen riesen Einfluss und das werden dann natürlich dann auch solche Leute nutzen, die dann irgendwie so ihre Sichtweise von den Sachen dann verbreiten. Oder? Aber wieso kann Reddit nicht einfach die, wenn es ja um die Firmen geht, die gratis ihre Daten nutzen, wieso können sie nicht einfach denen die Rechnung schicken? Also können sie das nicht kontrollieren, dann wäre die abgerast in dem Fall, oder? Ja, ich glaube, das ist technisch relativ schwierig zu bewerkstelligen, ich kann mir vorstellen. Und es sind halt auch so viele Quellen, die das machen, das ist halt auch einfach der administrative Aufwand. Ja. Aber du könntest ja bei den also die grössten Apps, sage ich mal, dort sehen sie ja, woher das die Queries, also wenn das von dieser Apollo-App zum Beispiel kommt, also die könnten ja für die einfach einen vernünftigen Preis machen. Ich glaube, Apollo ist ja nicht mal abgeneigt, um etwas zu zahlen, grundsätzlich. Einfach nicht so viel, weil das ist schlichtweg nicht realistisch. Und das wäre ja technisch sicher möglich, oder? Absolut. Ich glaube auch, dass es auf das wird rausläuft. Also man muss ja dazu sagen, dass es sagt zumindest Reddit, ich kolportiere jetzt die Zahl einfach weiter, dass das ja nur ungefähr 10-12% von diesen Third-Party-Apps tatsächlich dann betrifft, also bei puncto Anteil Queries. Und ich glaube, das wird dann am Schluss die Lösung sein, dass man dann da irgendwo in finanzielle Verhandlungen einsteigt und dass dann Reddit ein bisschen runterkommen wird mit ihren Forderungen und sich dann dort findet. Das ist so Stand heute so ein bisschen meine Hoffnung und aber ja. Ist das Gefühl, irgendwie so, von den Aussagen vom Reddit-CEO, der so ignorant war bis jetzt. Ich habe das Gefühl, die werden das stur durchziehen und schauen, was die Konsequenzen sind. Und vielleicht nachher in einem halben Jahr, wenn ich so sehe, dass die User sind weggegangen von der Plattform, vielleicht mal überlegen, ob man da in Verhandlungen sollte. Aber im Moment habe ich das Gefühl, sie sind so extrem ignorant und es ist ihnen scheißegal, was mit diesen Third-Party-Apps passiert. Ja, das stimmt. Also es ist gut möglich, dass es zuerst noch schlimmer wird, bevor es besser wird. Ja. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, ja, das sind halt einfach auch markige Worte. Es kann natürlich schon sein, dass sie nachher jetzt dabei bleiben und so. Aber wenn dann die Entwicklung wirklich so ist, wie man das so ein bisschen prognostiziert,
dann denke ich schon, dass da früher oder später Verhandlungen werden kommen. Und wenn die Entwicklung nicht so ist und die User und die Mods dann schlussendlich bleiben, dann ist das zwar für die Third-Party-App-Betreiber ein Scheiß, aber halt für alle anderen ist es. Nein, das ist klar, genau, das ist das, was ich auch das Gefühl habe. Du, für uns, sogar als User, wird es dann einfach ein bisschen umständlicher, aber Reddit wird immer noch Reddit bleiben. Aber ich meine, dort hängen viele Jobs dran bei diesen Apps, also darum habe ich das Gefühl, viele werden da einfach zwangsläufig, oder? Wirst du dann vorher einknicken, oder irgendwie, ich nehme jetzt einfach mal an, Reddit ist aber wirklich dann am längeren Hebel. Wäre einfach, weil sie einfach wissen, dass die Leute wollen es einfach, oder? Darum, genau, ja. Musst du einen sauren Apfel beißen. Vermutlich. Es ist dann halt die Frage, ob Reddit immer noch im gleichen Umfang und in der gleichen Qualität nutzbar ist wie vorher. Das muss man dann abwarten. Ist ja jetzt schon nicht so in dem Moment, oder? Also mit diesen Protesten. Ja, merken Sie jetzt schon. Ich meine, Team Cook-Bilder sind lustig, aber irgendwie habe ich es einmal gesehen. Ja, gut. Ja, was sind denn jetzt Termine? Also, um das noch abschliessen, was sind die Deadlines? Aktuell sind glaube ich verhärtet. Ich glaube, die Deadline, also die natürliche Deadline ist der 30.06., weil ab 1.07. sollte die Regelung nachher in Kraft treten. Das ist, ja, bin jetzt sehr gleich. Ach, da. In einer Woche. Und ich bezweifle, dass man sich jetzt in der guten Woche noch grossartig findet, finanziell oder wie auch immer. Und ich glaube, das wird dann ungenutzt verstrichen werden. Ihr wisst, was ich meine. Dann muss man die nächste Entwicklung abwarten. Aber ich glaube, ja, das ist gerade der Termin, wo wir jetzt alle drauf warten. Und bis dort gibt es wahrscheinlich einen Kommentar da und einen Kommentar dort und gibt ein bisschen. Okay. Aber. Ja, da bin ich gespannt. Da heisst, ich sehe schon, ich lade mir jetzt irgendeine App ab, weil ich gemerkt habe, dass die viel besser sind. Und in einer Woche gibt es sie nicht mehr. Genau. Eine Woche genießen. Nein. So, yeah! Ja, eine Woche lang. Oh, das wäre mega cool gewesen, viel besser. Und dann zurück zu der Reddit-App. Ja, aber es gibt auch gute Third-Party-Apps, die von dem gar nicht betroffen werden, weil sie gar nicht so viele Queries haben. Also, aha, so kleinere. Okay. Ja, okay. Genau. Und das habe ich das Gefühl, das schwächt eben so. Dings, die Position von Apollo und Co. von den Grossen. Gut, aber die Kleinen, wenn jetzt Apollo stirbt und alle zu den Kleinen gehen, sind die auch nicht mehr klein. Dann wollen sie einfach zahlen, dann gehen die wieder. Also das ist ja der Teufelskreis. Ja. Ja gut, wir werden es sehen. Ich brauche aber gar nicht mehr so viel. Ich muss wieder mal auf Reddit gehen. Aber zuerst machen wir, gehen wir eins weiter. Und zwar zurück in die Vergangenheit, wo es noch gar kein Reddit gegeben hat. Wir haben nämlich bei uns, ich habe noch sogar einen passenden Jingle, irgendwo. Wir haben eine Themenwoche bei uns auf der Webseite. Die könnt ihr auschecken. Das ist jetzt, genau, die Woche läuft es noch. Also wenn ihr den Podcast hört, dann ist das noch drauf. Und ist meistens oben auch abhint. Wir haben verschiedene von uns haben eine Woche lang alte Geräte ausprobiert. Samuel, gell, du hast eine alte, mit der alten Kamera in die Ferien gegangen. Genau. Das kommt am Samstag. Lesen. Ich habe eine Woche lang mit alten Konsolen gezockt. Der Domi hätte gern sich Augenkrebs gegeben mit dem. Sehr dramatisch. Wie heisst er schon wieder? Der Virtual Boy hätte ich gerne ausprobiert. Also Nintendos VR-Brille aus den 90ern. Das habe ich mir vor 3 Jahren in Japan gekauft und musste jetzt feststellen, das Teil ist kaputt. Darum gibt es keinen Artikel von mir. Aber der Kevin hat probiert, die zu flicken. Und was dabei ist rausgekommen, sieht man dann, glaube ich, am Sonntag. Es ist ein Spoiler, das Gerät lebt nicht mehr. Man sieht es, wenn ihr das Video schaut, beim Dom im Hintergrund, genau. Ist wieder im Regal. Dafür haben wir gestern noch Zelda fertig gespielt, endlich. Auch so halb im Rahmen von unserer Themenwoche. Das haben wir ja vor einem Monat angefangen und jetzt endlich fertig geschafft, das allererste Zelda. Ja, geschwitzt haben wir. Geschwitzt im Game und in Nacht, weil es so heiß war. Und haben wir das geschafft in der Zeit, die noch euch vorgegeben haben? Nein, wir haben eben 5 von 4 Streams dann müssen machen. 5 von 4? Aber in dem haben wir es dann noch fertig geschafft. Genau, aber eben, ich habe gefunden, wir wollen jetzt nicht alles da wieder kauen, sondern macht es ein bisschen anders. Und ich habe ein kleines Quiz vorbereitet mit Soundeffekten von alten Geräten und, oder Software. Und, genau, aber hey, bevor das, gehört ja noch unser Jingle. Wir haben ja Jingle, das hat ja jemand gemacht, den müssen wir jetzt auch brauchen. Neue Hardware. Von uns getestet. Den haben wir, glaube ich, noch nie gebraucht, oder? Der Hardware-Jingle. Ich glaube schon, aber neu stimmt in dem Fall nicht. ist relativ. Genau.
Ich habe da die paar Sachen vorbereitet, so muss ich noch die Lautstärke stimmen. Und ich würde jetzt die euch abspielen. Ich habe ein bisschen über 10. Aber in der einen sind eben Sammlungen drin. Die sind aber eigentlich recht geil. Ich muss dann mal schauen, wie wir das machen. Aber ich würde sagen, ich fange einfach mal mit etwas Einfachem an. Ich muss jetzt schauen, dass jetzt nicht gerade der kommt. Da also wie tun wir? Wie tun wir antworten? Der Reihe an oder einfach drei schreien? Wer zuerst ist? Nein, ich würde sagen, ihr merkt es euch und ich frage dann der Reihe um und notiere mir dann. Und ich meine, ihr könnt natürlich dann beschissen, aber genau. Idealerweise nicht. Vielleicht nicht, das ist Ehrensache. Und der Fall, gibt es etwas zu gewinnen, oder? Ruhm und Ehre. Ah, okay. For the glory. Ja. Genau. Es gibt nur, du bist der Podcast-Retro-Meister. So wollte ich jetzt nächstes Mal angesprochen werden, wenn du den Podcast moderierst, wenn ich gewinne. Selbstverständlich. Also, komm, wir fangen du gehst daraus, dass du gewinnst. Okay. Genau. Also, wir fangen mit etwas Einfachem an. Die Lautstärke sind nicht kalibriert. Es wird mal laut, mal leise gewesen. Aber genau, ich fange mit vermutlich etwas Einfachem an. Ja. Ich fange mal oben rechts an. Samuel, was denkst du, was ist es? Das 56K Modem. Richtig. Flo, hast du auch erraten? Ja, ein Analog-Modem, ja. Ja, ja, das hätte ich auch noch gewusst. Das ist der Klassiker, oder? Es täuscht nämlich manchmal noch bei so Sachen, wo man das Gefühl ist, völlig offensichtlich. Mhm. Aber ich habe jetzt auch das Gefühl, dass das wird auch einfach überall immer gebraucht, um zu zeigen, wie Zeugs früher tönt hat. Und ich glaube, also, wir haben es auch einfach alle neu erlebt, oder? Ja. Das ist natürlich an so einer Generationenfrage. Wir sind ja alle ähnlich. Kurz zwar noch, aber... Ich habe ISDN gehabt. Selber haben wir das aber auch nie gehabt. Aber Kollegen haben das gehabt. Ja, okay. Genau, falls ihr hört und das nie erlebt habt, eben, das ist, früher hat es wirklich so, hat man müssen das Modem einstellen, also das Telefon dranhängen, telefonieren, hat man dann nicht gleichzeitig können. Und wenn du Hörer abgenommen hast, hast du dann die Geräusche gehört. Und die sind wirklich, das ist, ja. Geil, oder geil. Mami muss der Stube irgendwie geschrauen, so «Geh aus dem Internet, ich will telefonieren!» Ja, genau. Genau, so war es damals. Also, komm, dann habe ich hier ein anderes Geräusch. Selbst das Video stockt bei mir. Aber, sagen wir so, das Rauschen gehört eigentlich nur indirekt dazu. Okay, dann weiss ich es vielleicht. Also komm, fange ich mal bei dir an, Domi. Ja, so ein Dia-Show, Dia-Projektor, hätte ich gesagt. Ja, so wird das wieder zusammenpassen. Ja, nein, ist es aber nicht. Schade. Flo? Ist VHS, oder? Nein. Nicht? Oh. Ach, ich weiss nicht, ein Scanner oder so etwas? Nein, es ist ein CD, wo in ein CD-Laufwerk hineingeht. Ah, okay. Ich denke, wegen dem Klicken, das hat so wie die Dias, wenn sie abends wechseln und so. Aber ja, stimmt, CD. Nein, es ist wirklich so die CD-Schublade, wo man reinlegt. Und dann ist unglaublich, dass bei mir die Videos da stocken. Ah, und der Lüfter war vom PC dann, das hat man, oder wie? Hey, die sind alle so gewesen, im Fall. All die mit denen, wo ich so alte PC-Videos angeschaut habe, hörst du einfach immer noch mega laute Lüfter im Hintergrund. Es ist wie irgendwie das rausfiltern, das ist fast nicht gegangen. Aber schau, der kommt auf eine Art noch etwas Ähnliches. Mal schauen hier. Oh, was ist denn das? Ich kenne es, aber ich weiß es nicht. Das ist, weiss es, hat einer schon eine Vermutung? Ja, eins von zwei. Also zwei Sachen habe ich im Kopf, aber ich lasse gerne... Der Flo hat noch nicht zuerst gesagt, der darf doch anfangen, oder nicht? Hey, ist das nicht irgendwie mit einer Floppy Disk? Genau, Floppy Disk-Laufwerk, wo man schreiben ist. Ja. Ah, okay. Ja, nein, das hätte ich nicht. Ich hätte auf Fax tippt oder auf Drucker. Drucker ist mir da durch den Kopf, aber das ist ja nicht so wirklich retro. Nee. Ich habe so einen Nodeldrucker, den ich mir auch noch rausgesucht habe. Okay. Der tönt im Fall auch noch laut. Den habe ich sogar hier. Der tönt einfach zum Dano schnell abspielen. Ah, ja. Das ist so ein Drucker auf einem Rollenpapier. Ja, so etwas habe ich gedacht, so etwas in die Richtung. Also. Und dann habe ich hier auch noch den nächsten.
Warte, ich spiele es nochmal ab. Grosse Ratlosigkeit bei unseren Videos. Für alle, die das nicht schauen, sondern hören. Ja. Ich habe sonst einen, der das gleiche Gerät ist, aber ein anderes Geräusch macht. Moment. Ist das schon gesehen? Ja, es klingt ein Furz. Monitor einschalten. Genau. Ach, okay. Röhrmonitor. Ah, so geil. Genau. Es hat im Fall, das habe ich, das Geräusch offenbar, ich bin gar nicht sicher, ob es das gleiche ist. Das heisst, auf Englisch hat es irgendwie, was mit, wie ist das Geräusch? Degoss. Das ist offenbar das, die haben ja früher so Statik gehabt, die Monitor, du hast mit der Hand drüber, hast du gerade gemerkt, und das ist offenbar so wie das Entmagnetisieren. Aha. Das ist das, ich habe gar nicht gewusst, dass das Geräusch macht. Ah, krass, aber ich auch nicht. Mögt ihr euch noch erinnern, das ist mir dann auch erst, als ich die Videos gesehen habe. Du hast den Button gehabt an dem Monitor, und das hast du manuell machen, und dann hat der Monitor immer so brrm, brrm. Das hast du manuell, ich glaube, wenn das Bild, das Artefakt oder irgendetwas gehabt ist, hast du das können machen, und dann hat es dich zum Teil wieder weggemacht. Ach, das weiß ich nicht mehr. Das ist jetzt das oder einfach aufstarten? Ja, das ist jetzt, also es ist halt, es macht es eben beim Aufstarten. Ah, okay, meistens. So, ja. Das habe ich ganz verzweifelt probiert, weil beim Zocken hat es mir etwas damals in Green reinbrennt. Das Muster, das nachher bleibt, wenn ich auch ins Game back war. Das habe ich nie mehr vor. Genau, also. Und jetzt, genau, das ist eben, eigentlich ist das eine kleine Sammlung, darum, vielleicht machen wir einfach geschwind. Ich muss noch ein bisschen hin und her springen. Also, aber ich fange mal an. Sieht aber nicht exakt im Video, wo es anfängt. Aber ich schaue mal da. Das ist vielleicht zu alt. Wir schauen das mal. Also, ich weiss das. Das ist, wenn man Windows abgestellt hat. Ich glaube, es ist, wenn man es einstellt. Nein. Das ist runterfahren. Ja, stimmt. Ich bin ziemlich sicher. Ja, stopp. Ja, lustig. Ja, voll kann sein. Ja, lustig. Es ist so, man hat es hundertprozentig schon mal gehört, wenn man da zumal als Windows gehabt hat, aber keine Ahnung, nicht mehr können zuordnen. Ja, was vermutet ihr für eins? 3-1. Ja, genau, aber da du es gerade gesagt hast. Doch, mein Retro-Flash zu überhaben. Wisst ihr, von welchem Windows das ist? XP. Sagt die anderen? Er hat gesagt, es ist nicht sogar 98. 95. 95, ja. Aber komm, dann bringen wir doch noch schön das 98 einfach der Vollständigkeit selber auch noch. Das ist 98? Das hätte ich nicht mehr gekannt. Ich gar nicht. Das habe ich noch nie gehört. Ich habe das Gefühl, das sind die Zeiten, wo man es auch einfach alles abgestellt hat. Irgendwann habe ich eh angefangen, all die huren Sounds zu deaktivieren. Also 95 hat sich in meinem Hirn eingebrannt, aber das ist irgendwie ganz weg. Mir auch, völlig. Wenn ist denn zum Aktuellen so übergegangen? Also, wie meinst du? Ja, weißt du, Das fragst du mich. Ich meine, was ist das? Sind schon Shutdowns? Hast du die anderen auch noch? Also hast du noch mehr? Oder ja, ich hätte noch 7, so 10. Mal schauen. Ja, mach mal. Ja. Okay, das ist sicher schon. Das ist 8. Ja. Ich glaube, es nie gehabt. Das ist 10. Okay, noch vorher. Okay, das sind jetzt die Shutdown-Sounds gewesen. Ja. Ja, hat's XP? Vorhin noch? Vista hat es noch. Ja, Vista und XP. Ja, das stimmt. Dabei Vista ist doch gar nicht so verbreitet gewesen. Aber ist es nicht mit XP schon gewesen? Geil, hast du das Gefühl, das müsste XP sein? Ja. Also XP ist da so drin. Moment, das, was jetzt kommt. Ah, ja. Das ist aber das hat sich für mich das natürlich, da steht Startup aber. Ja, das ist ja Startups. Okay. Der Shutdown. Dann bin ich vielleicht bald. Der Shutdown, look, das ist auch noch 7. Da Windows.
Hey, die Uhren Geräusche, Mann. Gut, dann sind ja irgendwie auch klar, was denn da nachher da kommt. Ich glaube, da muss ich vorspulen. Mal schauen da. Boah, da kenne ich mich jetzt noch weniger aus. Oh, das sind schon zwei gewesen, sorry. Aha, ja. Ja gut, das ist... Das ist ein macOS. Ich kann dir jetzt nicht genau sagen, weil es ehrlich gesagt da, hey, gibt ja der Power Macintosh 9500. Okay. Dann ist es nicht immer noch genau gleich. Doch, also nein, nicht genau gleich. Sie haben nicht mal, sie so modernisieren. Ist dann wie eine höhere Qualität, hat noch mehr. Aber das Prinzip ist genau gleich. Das Prinzip ist genau der Chime. Der ist ein aktueller oder so irgendwo. Das geht in zwei Minuten. Ich kann es einfach ein bisschen laufen lassen. Okay. Das ist doch gleich, nicht? Du musst mal ein bisschen spulen, vielleicht. Also, ich tue mal... Warte mal, einen, den ich vielleicht auch kenne. Also, schau da, der hure Würfel da. Der Plastikwürfel. Der G4. Ist ein tiefer geworden. Wo ist da der? Da, komm, das ist noch ein neuer da. Das ist immer noch gleich. G5. G4? Ist nicht ein voller geworden? Die haben schon nicht so viel geändert. Windows ist doch ein bisschen... die kommen mir auch alle noch bekannt vor. Hast du einen aktuellen, so einen von den neuesten? Also es geht bis 2022. Oder? Ich glaube, es ist immer noch gleich im Fall. Ich kriege genau 2020. 21. Ja, 21 immer noch. Irgendeine andere Tonlage ist jetzt, oder? Aber ja, ein bisschen höher sind es einfach geworden. Okay. Also komm, dann machen wir weiter. Ich habe noch ein paar ältere Sachen wieder. Da müssen wir mal genau reinlassen. Haben Sie eine Vermutung? Ein Kassettengerätli. Genau. Aber der Anfang hat mich verwirrt, was das ist. Ja, das hat halt irgendwo rein da, oder? Man sieht, es hat kein Bild dazu, also es hat nur ein Standbild dazu. Aber für mich tönt es so, wie es irgendwo rein tut. Und dann genau das typische Rattern. Flo, du hättest es auch nicht gewusst. Nein, Ari. Also, es ist immer noch Gleichstand. Also, dann vielleicht hier, da bin ich, da sieht man jetzt gerade, woher wir zu welcher Generation kommen. Es macht jetzt einfach mehr, er macht mehrmals das Gleiche. Das, ich glaube, es ist nur schwierig. Das ist fast das Gleiche vorher. Ja, also, ja, das ist dann ganz schwierig. Gleich mit Einlegen von Dings. Ein bisschen moderner. Ja, ich habe eine Idee, glaube ich. Ist das Minidisc? Genau. Okay. Fies. Habt ihr mal Minidisc gehabt? Ja. Mein Vater hat Minidisc gehabt, um mit mir Sachen aufzunehmen. Das war total super gewesen. Ich habe es nie ganz verstanden. Ich habe sehr toll gefunden. Soundlos. Also komm, ich habe noch ein paar mehr. Wir haben ja noch genug Zeit. Ich habe noch ein paar lustige. Machen wir nochmal. Wenn man es sieht, mit Namen findest du. Ja, klar. Das klingt auch wieder wie ein Kassettengerät, aber das kann ja nicht sein. Also, nein, es ist ja, nicht. Ist das. Nein. Also, ist etwas Größeres? Nein. ich weiß es. Das ist eine Polaroid-Kamera. Ja! So gut! Ja, stimmt! Ja! Sie können nicht wissen. Okay. Ja. Das ist doch ein Sound seiner Flicker da. Also komm, ich mache noch mal ein Gerät und nachher habe ich noch mal einmal ein paar Soundeffekte. Also von digitale Soundeffekte. Also hier noch mal ein Gerät. Muss da, glaube ich, hier führen. Da.
Das war, glaube ich, dreimal das Gleiche. Das war jetzt eine VHS-Kassette. Genau. Das finde ich schon noch das Geräusch, das langsame, ja, wie das reingeht. Mhm. Das stimmt, ja, genau. Und ganz am Schluss geht die Klappe wieder zu. Ja, da ist eben, das Video ist offen. Also, was du siehst, trainieren, ist noch witzig gemacht. Aber ihr hättet das auch gewusst, der Flo und der Domi? Nein. Das muss ich ehrlich zugeben. Ich meine, jetzt, was der Samuel sagt, klar, aber den Punkt würde ich mir eher nicht geben. Also gut. Oh nein, komm, ich habe einen Hardware, habe ich noch. Einen Hardware habe ich noch. Oh, das war schon. Ja. Was? Ui. Wenn du es nochmal hören? Da muss ich ein bisschen lauter stellen bei mir. Ich auch. Absolut gar keine Ahnung. Ich weiß nicht, weil ich kürzlich mit dem zu tun hatte. Ist es irgendeine Game-Konsole, wo das Super Nintendo Kassette reingeheißt? Genau, oh. Super Nintendo, ja. Zuerst tut er es rein und dann drückt er den Knopf. Und der Super Nintendo, eben, das ist ja wirklich, man so einen fetten Müssen reindrücken und dann hat es einen fetten Button gehabt, der das halt rausgespickt hat. Ist der Button, ist einer von den Buttons ein Schieber gewesen, oder? Ja, der Einschalter, ja, haben wir jetzt der da nicht gehört. Ja. Okay. Ja. Einschalter ist ein Schieber, dann hast du parallel dazu, zum Resetten hast du auch so. Und dann fette Teil, was er rausstrahlt. Die haben so gute Buttons gehabt. Das ist schön. Das ist schön. Meine erste Spielkonsole. Nein, ich habe die selber aber leider nicht gehabt. So, jetzt muss ich mal schauen, wenn ich da mal reingehe. Also komm, ich fange mal hier an. Hey, den finde ich ziemlich selber noch schwierig. Kommt mir gar nicht bekannt vor. Ich weiß gar nicht, ob der einfach bei uns getönt hat. Mach mal. Irgendwo kommt er mir bekannt vor, aber ich könnte dann nicht sagen, woher. Nintendo 64. Ah. Hä? Der hat doch nicht so getönt. Hey. Also, ich frage mich einfach, ob das vielleicht die japanische Version war. Und sonst steht er da? Wie hat er dort geheißen? Der hätte das so geheißen, oder? Wie war der da? GameCube! Alles andere wäre auf dem Wie aus der Pistole geschossen. Meine Lieblings-Nintendo-Konsole. Es ist wurden gefehlt, aber ich habe sie geliebt. Ich weiß im Fall nicht, ob ich sie könnte sagen. Weißt, wenn ich kenne dann natürlich das Geräusch, aber weißt, wenn du mir würdest sagen, das ist aus einem Super Mario Game, weißt, das würde ich dir genauso glauben. Und dann sind da die violetten Steine so gekommen. Ja, genau. Und genau, das GameCube-Logo hat sich so aufgebaut. Ja. Also komm, ich mal noch einen einzigen. Dann. Einfach einen einfachen noch zum Schluss. Einfach, Michel. Gameboy. Ja. Richtig. Hat Jack gewusst, Samuel? Ja. Hat Jack gewusst, Samuel? Ja, der hätte ja gewusst, ja. Ah, okay. Ja, also dann haben wir einen Endstand von zwei Gleichständen und ein Sieger mit einem Punkt Vorsprung. Und zwar Domi und Samuel haben je 4 und Flo hat 5. Du bist der Retro-King. Für die nächste Folge dürfen wir dich dann so ansprechen. Ich finde auch, es ist Täuschdammung, obwohl man sie kennt, aber wenn du es wirklich nicht siehst. Das ist aber sau schwierig, finde ich. Es sind so die Moment, oder? Ja. Völlig. Ja. Nein, ich finde, er hat doch sehr gut geschlagen. Also, dann gehen wir doch eins weiter, und zwar von alten Konsolen zum futuristischen Film, zumindest am Namen noch, aber am Film noch glaube ich nicht, zumindest wenn ich den Trailer durchgeschaut habe. Und zwar, Moment, bevor wir ihn abspielen, haben wir natürlich noch eine passende... Ich bin natürlich wieder nicht bereit, weil ich jetzt alles umgedrückt habe. Von Kommerz bis Arthouse. Film und Serie auf dem Big Screen. Ja, und zwar, genau wie versprochen, haben wir den Asteroid City von Wes Anderson. Und ich habe den Trailer kurz durchgeschaut, er spielt nicht in Zukunft.
Er spielt nicht in der Zukunft. Er spielt 1955. Genau. Sogar noch mehr Retro, als wir es sogar hatten. Ja. Es ist sehr retro in dem Sinn. Ich bin dann am Montag schauen, Asteroid City, der läuft seit einer Woche im Kino. Geht eine Stunde 45, ist also noch so eine verdauliche Länge. Und genau, du hast schon gesagt, es ist der neueste Film von Wes Anderson. Wer Wes Anderson-Film kennt, der weiß jetzt eigentlich auch schon alles mit, dem, mit der Ankündigung. Pastellfarben. Genau. Also bekannt ist ja zum Beispiel der Grand Budapest Hotel. Den kennen sicher viele Leute. Das ist auch einer meiner Lieblingsfilme, muss ich sagen. Die Story von Asteroid City ist relativ schnell erzählt. Es ist so aufgebaut wie ein Theaterstück in drei Akten. Das ist noch interessant gemacht. Das ist so ein bisschen Wes Anderson-mässig auch. Es spielt eben in den USA in 1955 in der Wüste von Nevada. Und dort hat es noch ein Dorf, das heisst eben Asteroid City. Es hat 87 Einwohner. Es passiert nicht so viel dort. Außer dass ab und zu mal ein Atombombentest irgendwo in der Ferne passiert und dann geht so ein Pilz rauf. Und manchmal fährt irgendwie ein Bankräuber oder so etwas durchs Dorf und wird von der Polizei gejagt mit Schusswechsel. Und Asteroid City heisst so, weil eben vor 5000 Jahren dort ein Asteroid eingeschlagen hat. Und der liegt jetzt immer noch dort, in so einem riesigen Krater. Und das ist dann so eine Sehenswürdigkeit quasi. Und darum heisst das Dorf so. Und es ist so ein Mekka für halt Weltraumfans und Wissenschaftler. Und die versammeln sich dann nicht immer zum Jahrestag von dem Asteroideneinschlag. Und jetzt unter denen, das Jahr, ist so der hochbegabte Teenager Woodrow. Der wird gespielt von Jake Ryan. Und es ist der Sohn von Augie Steinbeck. Das ist so ein Kriegsfotograf. Und der wird gespielt von Jason Schwartzman. Das ist übrigens der Monsieur Jean aus dem Grand Budapest Hotel. Das ist so der eine Page dort. Der Concierge quasi. Den kennt man vielleicht noch. Auch dabei ist so eine bekannte Schauspielerin, die Mitch Campbell. Die wird gespielt von der Scarlett Johansson. Und ihre hochbegabte Tochter, die ist auch dabei. Dina, gespielt von Grace Edwards. Ja, das ist so die Ausgangslage. Die sind dort eben an dem Treffen von diesen hochbegabten Kindern. Das sind so Highschool-Wissenschaftsprojekte. Und dann wird quasi ein Preis verliehen, wer dort das beste Projekt hat und so weiter. Und die Tage tröpfeln so ein bisschen vor sich her. Und es gibt so lustige Anekdoten mit ganz viel absurdem Humor. So Wes Anderson-mässig. Und dann taucht aber plötzlich an diesen Feierlichkeiten ein Alien auf in einem UFO und klaut den Asteroid und haut ihn ab. Und dann wird die ganze Stadt zur militärischen Sperrzone erklärt. So, das ist so dann die Ausgangslage. Und in dem spielt das nachher weiter. Ich habe den Film super gefunden. Also so positiv gesehen ist es halt wirklich ein extrem typischer Wes Anderson-Film. Also es hat so die statische Szene oder fast statische Szene, wo wie so Bühnenbilder wirken. Oder? Das ist dann so, du weißt zum Beispiel, man sieht zum Beispiel durch so ein Fenster von so einem Häusli, schaut man irgendwie ins eine Häusli rein und dort sitzt dann Scarlett Johansson auf dem Bett und redet mit dem Orgi, wo im anderen Häusli sitzt. Und dann hast du immer so die Schnitt, wo quasi das eine Fenster ins erste Häusli sieht. Und dann gibt es den Schnitt und du siehst das Fenster ins andere Häusli rein. Und jedes Mal, wenn es halt miteinander redet, wechselt die Perspektive. Das ist so die typische Wes Anderson-Ästhetik. Und auch so die Splitscreens hast du oft einmal, wo wie auf dem Bildschirm quasi zwei verschiedene Szenen parallel ablaufen. Und es ist aber immer so gemacht, dass du eigentlich nachkommst. Oder? Also im einen Splitscreen passiert irgendetwas, es redet jemand und im anderen läuft vielleicht langsam jemand von hinten in die Kamera. Und so weiter. Also das ist wirklich cool gemacht. Und das ist immer so, meistens ist in diesen Filmen, sie benehmen sich alle immer so, sie sind immer ein bisschen überzeichnet. Eben, wie du sagst, Bühnenbilder, sie sind dann auch so ein bisschen theatralisch, entweder speziell steif oder aufgestellt, aber das ist irgendwie, das hat immer so einen mega Charme. Ich habe den letzten, den ich gesehen habe, ist der mit der Zeitung da, wo irgendein Zeitungsverleger stirbt und er wollte, glaube ich, noch eine letzte Ausgabe irgendwie machen. Das ist einfach Wes Anderson. Das habe ich gar nicht gesehen. Das ist nicht im Ausland ist irgendeine englischsprachige Zeitung, glaube ich. Und das ist genau so. Alle sind einfach skurril, mega viele skurrile Szenen und der Trailer hier sieht genau gleich aus. Ja, ich komme nachher dazu, ob das jetzt. Das ist natürlich, dafür sorgt auch ein bisschen für Kritik, dass die alle so ein bisschen ähnlich sind. Wie du sagst, es ist so Pastellfarben, die typische Ästhetik. Ich liebe das. Das ist halt wirklich so.
Und dann noch der Schauplatz hier, Wüste von Nevada, finde ich super. So ein bisschen wilde Westen-Ästhetik. Jemand auf YouTube hat in den Comments geschrieben, unter dem Trailer, der Film sieht so aus wie so ein Vintage-Travel-Poster. Und die Dinge, das trifft zu gut. Das ist wirklich ja, so. Das trifft mir gut. Da könntest so wirklich Screenshots machen, aufhängen und irgendwie noch einen Schriftzug darüber tun und der hat so ein Poster aus den 50er Jahren oder so. Das ist so geil. Voll. Und eben, es hat also die mega schnell gesprochenen Dialoge, die man so kennt. Also musst wirklich, du musst voll dabei sein. Das kannst nicht so nebendurch schauen, dann hast du Dialoge gerade verpasst. Und wie du gesagt hast, es sind überzeichnete Charaktere. Ich finde aber, beim Wes Anderson ist es eher genau umgekehrt. Es sind so emotionale Stories, die aber oft sehr, sehr trocken erzählt werden. Also die Charaktere sind immer manchmal total neutral, also völlig emotionslos. Es gibt da zum Beispiel eine Szene, wo der Agi seinen Kindern erzählt, dass ihre Mutter vor 3 Wochen gestorben ist und er aber zu fest Angst hatte, zu ihnen das zu erzählen. Das ist ja etwas total Dramatisches und mega Emotionales und er erzählt das halt völlig nüchtern. Es laufen aber irgendwie Tränen runter währenddem. Also es ist so die Schere, das macht es halt mega absurd und auch irgendwo durch lustig. Das ist so der Humor. Und es spielt halt auch wieder mit dieser Meta-Ebene. Also es ist wirklich auch als Theaterstück quasi, du gehst hier auf die Meta-Ebene und dann hast du jemanden, der quasi erzählt, wie der Autor das Theaterstück schreibt und dann nachher bist du dann tatsächlich in dem Stück. Und es ist dann aber kein Theater, sondern halt eben der Film. Aber hat es wieder eine Erzählstimme? Es hat eine Erzählstimme und Erzählstimme, also es ist nicht nur die Stimme, sondern man sieht auch die Person, die kommt dann so unten aus dem Off quasi. Mega lustig. Und die Erzählstimme ist niemand anders als der Bryan Cranston, also ein absoluter A-List-Star. Allgemein, der Cast ist ja abartig. Ist abartig, also wirklich. Eben Bryan Cranston ist der Erzähler, dann der Autor ist der Edward Norton, der Adrian Brody ist einfach so der Regisseur, der taucht dann irgendwann in der zweiten Hälfte vom Film mal auf. Dann eben Scarlett Johansson spielt mit, Tom Hanks, Steve Carell, Liev Schreiber, Tilda Swinton, Maya Hawke, das ist die Tochter von Uma Thurman, kennen wir vielleicht aus Stranger Things, Jeffrey Wright. Und also es hört nicht mehr auf. Und eben viele haben einfach so eine kleine Nebenrolle, weißt, die kommen dann mal so für, weiß ich nicht, 2-3 Szenen und das finde ich halt grossartig, wenn so wirklich so A-List-Stars einfach für so kurze Cameos quasi in einem Film hineinkommen. Ja, eben, das sind so die positiven Sachen, dann ein bisschen für Kritik sorgt halt schon, dass es mehr vom Gleichen ist. Also eben, wenn du einen Wes Anderson-Film gesehen hast, dann hast du tendenziell alle ein bisschen gesehen, so vom Stil her. Es gibt auch Leute, die sagen halt, du könntest eine KI damit beauftragen, um einen Wes Anderson-Film zu machen und du würdest das tiptop herbekommen. Das stimmt natürlich. Wobei ich da muss sagen, natürlich stimmt das, aber das stimmt auch nur, weil er halt so einen klaren Stil hat und schon so viele Rohmaterialien steht. Ja. Genau, wenn es den Wes Anderson nicht gibt, dann gäbe es auch keine KI, die so einen Film machen könnte. Man muss sagen, es gibt ja sonst nicht viele Filme, die in dem gleichen Stil gemacht werden. Oder ich finde es wirklich einzigartig, was er macht. Ja. Und wenn er sich wiederholt innerhalb von seinem kleinen Universum, ist es voll okay. Ja. Aber ich bin wirklich schon reingehauen, weil ich habe die, ich weiß nicht wo, auf TikTok oder so, habe ich die Trailer gesehen, zu, ich weiß nicht, Herr der Ringe oder so, und ich habe dann gefunden, das kann doch nicht sein. Und du hast gerade nur durchgeskippt, oder? Und dann gefunden, aber, also weißt du, es ist ja alles möglich. Also, was Herr der Ringe von Wes Anderson, oder was? Ja! Und ich so, es sieht voll geil aus, das wäre so lustig. Und natürlich ist es, weil nachher, da habe ich, weißt du, nachher schon einen anderen Trailer gekommen, dann 2 Tage später, und ich fand, okay, er macht wohl nicht auch noch Star Wars. Aber es sieht so geil aus, Mann. Ich wäre so zart dafür. Wes Anderson, Herr der Ringe, Mann, das ist so gut. Und weißt du, es hat wirklich ausgesehen wie, ja, wirklich wie ein Film. Also nicht irgendwie, du hast nicht erkannt, dass es gerade fake ist, irgendwie, wenn du durchschaust. Das ist schon noch krass. Voll reingehauen. Das war gut. Eben, also ich glaube, wer ermüdet ist von dem Stil, der wird wie nicht mehr überrascht bei dem Film. Aber mir geht es halt genau gleich wie dir. Also ich bin für alles zu haben von Wes Anderson. Und wenn er Herr der Ringe machen, ich würde ins Kino und dann schauen. Und darum habe ich den Film halt super gefunden. Ich habe wirklich nicht genug bekommen von dem Stil. Er ist auch gewohnt lustig, aber die Situationskomik, der absurde Humor, die absolut genialen Schauspieler. Ja, also viel mehr brauche ich eigentlich nicht mehr. Darum von mir ganz klare Empfehlung. Also vor allem, wenn du jetzt irgendwie Grand Budapest Hotel gut gefunden hast, dann wirst du auch diesen Film lieben. Bitte in Originalsprache schauen. Das ist sowieso bei allen Filmen so, bei dem speziell. Ja, bei dem Cast, ja. Genau. Ja. Alle 3 Jahre kannst du einfach einen schauen von denen. Also weißt du, es ist ja nicht so, dass jedes Jahr einen raushaut. Ja, voll.
Also, ja. Das ist Asteroid City und läuft aktuell im Kino. Ja, dann haben wir Sachen, die wir direkter einfach ausprobieren können. Wir müssen nicht einmal ins Kino laufen, sondern wir nur auf Steam gehen. Und für das wechseln wir in unsere Spielecke. Zocken, bis der Notarzt kommt, in der Spielecke. Ja, dann würde ich sagen, dann lasse ich dir mal den Vorzug. Tommy, du hast dich durch diverse Steam Next Fest Demos gezockt. Steam Next Fest ist eben das, ist jetzt nicht mehr einmal im Jahr, ist schon ein halbes Jahr, ich weiß es gar ja, nicht mehr. Ja, ich glaube, zwei, drei Mal pro Jahr sogar oder ja. So irgendetwas, ja. Es ist einfach eine riesige Demoschlacht auf Steam. Ich habe gehört, es sind 900 Demos. Das ist abartig. Und die kann man dann spielen. Und ich habe vor allem viele Wishlisten. Du hast es mal ausprobiert. Und ja, erzähl doch mal von deiner Ausbeute. Genau, ich habe wirklich sehr, sehr viel gespielt. Ich habe mir sogar extra ein Steam Deck gekauft, jetzt endlich, um die Demos zu spielen. Nice. Wobei ich muss sagen, eben, es ist nicht die optimale Art und Weise, um die Demos zu spielen, weil viele halt noch nicht, oder logischerweise nicht optimiert sind und nicht auf dem Steam Deck laufen und so. Aber ein paar habe ich gleich drauf geschafft. Genau, ich habe keine Ahnung, wie viel gespielt. Es sind sicher so mittlerweile etwa um die 30. Ein paar habe ich dann wirklich nur so eine Minute angespielt. Also ich finde, du merkst recht schnell, ob etwas ja. Für dich ist oder nicht. Nein, ich habe gefunden, ja, komm, nach 20 Games habe ich auch keine Lust, irgendwie mehrere Minuten in Yes zu investieren, wenn ich das Gefühl habe, nein, das wird eh nichts. Genau, noch ein Nachtrag von letzter Woche. Es gibt nämlich zwei Games, zwei Demos zu Games, die wir schon letzte Woche besprochen haben. Im Rahmen des Summer Game Fest haben wir über Viewfinder geredet, beziehungsweise ich. Das war ja damals nur auf der PS5 erhältlich gewesen, Demo. Ein ganz verrücktes Puzzle-Game mit Fotos. Das ist jetzt so im Steam-Fest erhältlich. Also, falls nicht das gefallen hat, was ich letzte Woche erzählt habe und keine PS5 hat, auf dem PC könnt ihr es jetzt auch ausprobieren. Und über die Invincible haben wir letzte Woche auch geredet, das hast du ja angespielt. Von dem gibt es jetzt nochmal eine neue Demo im Steam Next Fest und die ist im Fall noch viel besser als das, was du letzte Woche gespielt hast. Du kannst sogar mit so einem Mars Rover rumfahren und das ist wirklich ist viel bessere Demo als letzte Woche. Das nur so als kleiner Nachtrag. Genau, und bevor sie zu meinen Highlights kommen, habe ich noch etwas für Samuel vorbereitet. Es gibt nämlich, ich war erstaunt, es gibt hure viele Klettergames. Sicher. Und du bist ja ein riesen Kletterer, oder? Erzähl mal mehr, absolut. Es gibt, jetzt habe ich vier rausgeschrieben, die ich gesehen habe. Im Game noch nie überzeugt. Also das Klettern? Nein. Ja, also in den meisten Games ist es ja so ein Nebending, oder, wo du einfach machst und wo ein bisschen mühsam ist, wo so ein bisschen Zeit verschwendet ist. Aber jetzt wirklich vier Games, oder wahrscheinlich jetzt noch mehr, ich habe noch nicht alle entdeckt, mit all diesen Demos, wo wirklich alles, was du im Game machst, ist Klettern. Das erste ist Gisson, ich weiß nicht, ob man es so ausspricht, das ist ein französisches Wort, glaube ich. Und das ist ein mega abstraktes Spiel. Dein Ziel ist, so einen riesen Turm zu erklimmen. Und du hast keine Ahnung, wieso oder was da passiert ist in dieser Welt. Du merkst, irgendetwas ist so ein bisschen komisch. Wahrscheinlich war alles unter Wasser vorher. Du hast überall so Überreste von irgendwelchen Fischen und Muscheln, die noch übrig waren. Und du musst echt dort hochklettern und du hast keine Ahnung, wieso. Mega cool. Und das Spannende ist, du tust so wie die Trigger benutzen, um deine Hänge zu kontrollieren. Also mit dem rechten Trigger tust du deine rechte Hang benutzen, um dich irgendwo dran zu haben und mit dem linken deine linke Hand. Dann musst du dich so langsam hochkraxeln. Du kannst auch so Dinge in die Wange reinschlagen. Wie sieht man dem zum Sichern? Also, ja, heutzutage schläfst du eigentlich gar nichts mehr in die Wand. Aber, aber in dem Game schon. In dem Game schon. ich weiss nicht, also ein Hering oder so. Aber, ja, genau. Dann kannst du so einen Seil dran sichern und am Seil entlang handeln. Also, und Pitons so. Das heisst das früher nochmal. Das sind Schlaghaken. Ja, genau. So irgendetwas in die Richtung. Es ist ganz cool, so ein meditatives Spiel. Würde ich sicher spielen, wenn es rauskommt. Und er hat noch. Wie heisst das? Sag's mal schnell. Gisson. J-U-S-A-N-T. J-U-S-A-N-T. Ja, genau. Okay, aber wenn du nichts reinschlägst, wie tust du denn befestigen? Ja, das Zeug ist meistens, also in der Realität, also im Game, ist das Zeug entweder schon gebohrt, also wirklich, du hast Haken, die irgendjemand schon gesetzt hat und die sind dann ein Loch gebohrt, Haken reingesteckt und der hat wie so ein Anker. Mhm. Oder du hast mobile Sicherungen, die du nicht mehr schlagen musst, sondern die du einfach so kannst legen. Und die verklemmen sich dann sozusagen im Fels und dann hebt das so. Dann brauchst du aber einfach eine Spalte. Es gibt verschiedene. Es gibt also Höckli und so, die sind dann aber wirklich nicht mehr so sicher. Spalte ist optimal, ja.
Aber das ist ja Anfängerzeug, du machst ja sicher Freeclimbing. Freeclimbing, nein, also, oh, jetzt da zu fest in den Kletter-Nerd-Podcast abzudriften, das ist eine wichtige Unterscheidung. Freeclimbing ist eben nicht das, was du meinst. Freeclimbing heisst einfach nur, dass du nur den Fels brauchst, um dich aufzubewegen. Also, dass du nicht irgendwie an Material ziehst. Was du meinst, ist Free Solo, das ist ohne Sicherung. Ja. So heisst ja der Film von Alex Honnold zum Beispiel. Ich habe das Buch gelesen und das schon vergessen. Ja, okay, genau. Das ist Free Solo, was du meinst. Aber nein, das gebe ich noch nicht. kannst du vielleicht in dem Game geben, das ich sonst noch gesehen habe, es gibt nämlich noch ein ultra-realistisches Spiel. New Heights heisst es. Das habe ich aber nur 5 Minuten ausprobiert, weil es mir zu nervig ist worden. Da tust du nicht nur die Hände kontrollieren, sondern noch die Füße vom Charakter. Das ist gleichzeitig. Und es ist sehr mühsam mit den 4 Shoulder, also mit den Triggers und mit den Analog-Sticks musst du dann so irgendwie wirklich mega langsam raufkraxeln und ich bin durchgedreht nach 5 Minuten. Aber ich glaube, es soll so wirklich eine realistische Erfahrung abbilden vom Klettern und so. Du hast halt keinen Controller an den Füßen, oder? Sonst wäre das irgendwie lässig. Aber es ist noch lustig, im Video siehst du, sind dann eben, die Locations sind offenbar echte und die sind dann eben auch nicht, weißt, so extrem episch, wie es sonst in Games sind. Ja, ja. Es ist irgend so eine Schlossruine oder halt einfach mal so einen 50 Meter Felsenvorsprung oder so. Und es sieht so ein bisschen aus wie die Ragdoll-Games. Ja, weißt, genau. Wenn du alle falschen Dinge machst, kannst du einfach hure Übel ab und der schlatte Charakter. Und, ja, genau. Aber ich bin schon am Training. Das Game, das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Oder? New Heights. Okay. Genau. Aber ich bin schon an den Trainingsdings gescheitert, kläglich. Also ich habe knapp irgendwie 2 Meter raufgeschafft, der habe ich aufgegeben. Dann gibt es noch Surmount. Das ist nachher im Gegensatz wirklich ein komplett unrealistisches Spiel. Das ist so 2,5D. Da tust du einfach so auf Felswand entlang hangeln. Und dort ist wie der Twist. Du hebst dich mit einem Hang und dann kannst du den Charakter so rotieren, so wie ein Rotorblatt. Weißt, so. Dann kannst du irgendwann abspringen zum nächsten Dings, die haben und dann wieder rotieren und so. Das ist schon lustig gewesen, das könnte ich mir vorstellen. Also das ist wirklich null irgendwie realistisch, sondern wirklich so arcadig. Und dann gibt es noch Mountaineers, das ist so die Low-Budget-Variante von diesen 4. Das ist echt, merkst du, das ist wahrscheinlich von irgendeinem Dude oder irgendeiner Frau allein hergestellt worden. Und da geht es darum, möglichst schnell einen Berg aufzuklettern und du bist irgend so ein komisches Wolfsviech, ich weiß auch nicht, was es ist, aber ganz weird. Aber auf jeden Fall, das kannst du irgendwie sonst als Hausaufgabe mitnehmen und die mal ausprobieren. Und nächste Woche sagen, was du als Kletterprofi würdest empfehlen von diesen Games. Ich kann es wirklich mal machen. Muss man es nachher nochmal alle sagen, dann spiele ich die gerne nochmal an. Das Problem ist halt wirklich immer, ich glaube, das ist so etwas, was ich einfach nicht gut in Games übersetzen lässt. Das klingt zwar super und klar, es sieht irgendwie spektakulär aus, darum ist es irgendwie attraktiv, um das in Games zu integrieren, aber einfach so von der Tätigkeit her kannst du es nicht übersetzen, weil eben die Koordination von Händen und Füßen und Zeug und Sachen und Balance, das kannst du in einem Game wie nicht darstellen. Ja. Ich glaube, im Game ist es viel krasser, weil du machst es mit einem Finger. Genau. Viel eine grössere Leistung. Ich finde das wow. Genau, noch zum Mitschreiben, falls ihr mitgehört habt. Gison, Surmount, New Heights und Mountaineers heissen die Klettergames auf Steam. Die sind jetzt erhältlich im Steam Next Fest. Vielleicht sind die nächste Montag, wenn das Steam Next Fest durch ist, schon wieder weg von Steam. Also probiert es noch aus, solange ihr könnt. Für den Flo bräuchte es jetzt einfach das neue Counter-Strike. Braucht du als Mac-User, das ist das Einzige, was du eigentlich spielst, oder? Mit dem Windows. Ja. Also, genau. Ich hatte zwar schon einen Windows-Laptop, aber ich bin tatsächlich seit 2 Jahren mit dem Mac unterwegs und ich habe mir also ungelogen Parallels gezogen, weil ich nicht von meinem Mac weg wollte, aber trotzdem weiterhin wollte Counter-Strike zocken. Also Source übrigens. Geil. Aber jetzt das Neueste, hättest du dir jetzt gegeben, wenn es eine Demo gäbe? Ja, safe. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, es knüpft eben wieder ein bisschen an den früheren an. Also jetzt nicht gegen CSGO, aber das habe ich weniger gefühlt und ich hoffe jetzt beim Neuen. Und ein bisschen. Das ist eigentlich stimmt. Echt lumpig, dass es von dem kein Demo gegeben hat. Ich meine, sie haben das selber gesagt, Sommer sollte das doch eigentlich mal kommen, hätte es ruhig ein Demo rausgeben können. Sicher. Also so, ja. So auf Invite hast du doch ausprobieren, oder nicht? Ja, genau. Aber so eine offene Demo nicht, ja. Keiner mal. Keiner bekommen, ich als, was eigentlich im Jahr als LAN-Spieler. CSGO-Influencer. Genau, ja. Gebt mir's. Das ist der Release-Plan.
Ich weiß nicht, ich habe einfach gemeint, ich habe gesagt, Sommer sagt die offene Beta irgendwie so. Ich bin nicht ganz mitgestiegen. Schon lange nicht mehr gehört. Genau, dann habe ich noch drei Highlights für alle, die nicht auf Kletterspiel stehen. Nur schnell, die drei Highlights geben so einen guten Eindruck, wie vielseitig das die Demos sind, die es dort gibt. Ich meine, logisch, wenn es fast 1000 Demos gibt, wirst du von jedem Genre irgendetwas haben. Aber es ist wirklich krass, du findest zu jedem Sub-Genre irgendwie mehrere Demos. Also egal auf was du stehst, du wirst irgendetwas Cooles finden. Und das, was mir besonders geblieben ist, ist Home Safety Hotline. Das ist so eine, wie eine Simulation von einem alten PC-Programm aus den 90ern. Du fährst nämlich so als Hotline-Angestellter an, eben bei dieser Home-Safety-Hotline, und es läutet dir immer wieder Leute an. Und bei ihnen daheim stimmt irgendetwas nicht. Also zum Beispiel haben sie irgendwie im Garten komische Rückstände oder irgendetwas im Haus tut ihnen die Kabel durch den Nagel oder sie hören komische Geräusche in der Nacht. Und du hast dann in diesem PC-Programm hast so mögliche Schädlinge, die beschrieben werden, und du musst dann richtig auswählen zum jeweiligen Anruf und musst ihnen dann sagen, was das Problem ist und wie sie das lösen können. Wenn es richtig löst ist, läuten sie dann nicht mehr. Wenn es falsch löst ist, läuten sie an und schiessen die zusammen, weil du ihnen die falschen Hinweise gegeben hast. So fängt es an und dann driftet sie in einer Horrorschiene ab. Weil die Anrufe werden immer wie komischer. Du schaltest dann immer wie komischere Einträge in diesem PC-Programm frei von so übernatürlichen Kreaturen. Und die Anrufe werden wirklich creepy. Es fängt mega unschuldig an und es driftet schnell ab. Das ist wirklich ein einzigartiges Spielprinzip, wo glaube ich, auch Leute könnte gefallen, die sonst nicht so viele Games spielen. Es ist weniger ein Game, sondern so ein bisschen, ja, es ist schon ein Game, aber halt so Point-and-Click und ja, kann jeder spielen. Ein Erlebnis. Ein Erlebnis, genau. Und dann... Ich habe First-Level-Support schon gemacht. Was? Ich habe mal First-Level-Support beruflich gemacht, tönt nach einer 1. Dann wäre das etwas für dich. Aber es war nicht in den 90er Jahren, wo du das gemacht hast, oder? Nein, so alt bin ich auch. genau, und dann habe ich mir noch Anton Blast aufgeschrieben. Das ist ein Spiel für alle, die so mit Jump'n'Runs auf dem Game Boy und Game Boy Advance sind aufgewachsen. So ein Liebesbrief an Jump'n'Runs aus dieser Ära. Ich war ein riesen Wario Land Fan gewesen, früher. Hat das jemand von euch mal gespielt, die Wario Games? Ich hatte die auch, ja. Ich hatte das erste, was ist das, Super Mario Land 3/Wario Land, glaube ich, oder? Ja, genau. Das war das erste das, und dann hat der Wario wirklich seine eigenen Games bekommen, ja, voll. Ich habe das und das nächste, glaube ich, gespielt. Ja. Und die habe ich sehr geil gefunden. Ja. Und das ist wirklich so eine Liebeserklärung, dass du merkst, wirklich, das ist von jemandem gemacht worden, der mit diesen Games aufgewachsen ist. Ja, man könnte kritisieren, dass es wie eine fast 1-zu-1 Kopie ist. Ich meine, du bewegst dich genau gleich wie der Wario, du kannst die Gegner wegchecken, es gibt die ähnliche Items und am Ende von der Stage gibt es so eine Stoppuhr, die du dann aktivieren und dann möglichst schnell wieder zum Anfang der Stage musst gehen, genau gleich wie in Wario Land 4. Aber es ist so geil gemacht, so eine richtig geile alte Pixel-Grafik. Und eben, wenn ihr mit dem aufgewachsen seid, probiert die Demo unbedingt aus. Es ist wirklich etwas vom Coolsten, was ich das Jahr gespielt habe. Hast du Pizza Tower gespielt? Nein, aber das soll auch ähnlich sein, oder? Ja, genau. Also ich habe das nicht gespielt. Ich habe etwas anderes erwartet, aber es war genau auch so gewesen. Das ist aber nicht Pixelgrafik, sondern so eine handzeichnete, oder? Pizza Tower. Ja. Habe ich das Gefühl, ja. Genau, das stimmt, das hat sich in 90er Jahre Trickfilm zeichnet. Ja, genau, voll. Das ist das. War auch noch witzig, ja. Genau, und dann das letzte Game, das ich mir aufgeschrieben habe für den Podcast, ist Cypher Zero. Das ist ein mega spezielles Game. Es ist ein Puzzle-Game und es erklärt dir nichts. Das Puzzle fängt an und du weißt nicht, was machen. Und dann musst du einfach ausprobieren und so logisch deduzieren, was die verschiedenen Symbole bedeuten, die auf dem Bildschirm zu sehen sind. Und Puzzles sind meistens so aufgebaut, du hast so wie ein Gitternetz vor dir und am Rand des Gitternetzes sind verschiedene Symbole. Und dann merkst du, das Symbol bedeutet, dass in dieser Reihe des Gitternetz muss etwas ausgefüllt werden. Und das Symbol bedeutet, in dieser Reihe darf nichts ausgefüllt werden. Und dann hast du noch andere Symbole, die dann sagen, hey, in dieser Reihe müssen 3 Felder ausgefüllt werden, in dieser Reihe müssen 5 ausgeführt werden. Du hast aber dann auch so, innerhalb der Felder ist zum Beispiel so Anfangspunkte und Startpunkte, die du verbinden musst. Das dann kombiniert mit der Anzahl von Feldern, die ausgefüllt werden müssen. Es ist wirklich so, du weißt am Anfang nichts und am Schluss
lernst irgendeine Sprache in dem Sinn, so wie eine Code-Sprache, durch Trial and Error, oder? Du probierst aus, das funktioniert nicht. Das habe ich ein recht geiles Spielprinzip gefunden. Es hat andere Puzzle-Games gegeben in der Vergangenheit, wo so ein bisschen funktioniert haben, wie das, was der Simon letzte Woche noch erwähnt hat. Das 3D-Puzzle-Game in First-Person-Perspektive. Weißt du noch, welches Film? Superliminal, weiß ich noch, das ist ja dann wie Viewfinder. The Witness. The Witness, ja genau. Das ist ja auch so, oder? Du wirst in eine Welt geworfen und siehst Puzzles vor dir und es wird dir nichts erklärt, wie die funktionieren. Und du musst selber herausfinden und Logik in denen ausprobieren. Und Logik wird dann von mega simplen Sachen gestapelt mit noch mehr Sachen, die dazukommen. Und es ist wirklich sehr, sehr ein cooles Game. Und auch etwas, wo eben, wenn man sonst irgendwie nicht so die actionreicheren Games spielt, kann man easy mal ausprobieren. Und ich glaube, das ist die Demo, die ich tatsächlich am längsten gespielt habe von allen, lustigerweise. Ja, coole Ausbeute. Ich tue die alle noch verlinken dann in den Shownotes, falls ihr jetzt nicht alle Namen mitbekommen habt oder das Video gesehen habt. Dann habe ich dann auch noch eins, ein bisschen grösseres, ist immer relativ, aber ich habe Park Beyond ein bisschen angespielt. Aber keine Demo, sondern das ganze Spiel. Genau. Kostet 40 Stutz für überraschenderweise PC und Konsole. Aber ich glaube, das erklärt auch ein bisschen, warum es nicht allzu komplex ist. Park Beyond ist so ein Vergnügungspark-Simulator, wie Rollercoaster Tycoon, kennen vielleicht viele noch von früher. Und mich hat es spielerisch, wer Planet Zoo kennt, mich hat es sehr an das erinnert. Einfach rein von der Aufmachung her. Man managt halt einen Park. Und es gibt PC und PS5 und Xbox Series. Und die das gemacht haben übrigens, die haben Tropico 6 auch noch gemacht und Might and Magic Heroes 7, was ich sehr ein geiles Game finde. Aber genau, was machst du? Du kommst da von irgendwelchen von einem alten weißen Mann, der sich wie der von Kentucky Fried Chicken aussieht, kommst du da irgendwie. Colonel. Ja, genau, der Colonel. Kommst die Verantwortung über einen Park über und genau, also zuallererst, bevor das Game anfängt, sozusagen das Tutorial ist, ein Achterbahn bauen, weil das ist so das Highlight von dem Game, oder? Du, neben dem, dass du einfach Bahnen baust, kannst du wirklich selber eine Achterbahn bauen, oder? Also mit Kurven und. Und das ist recht witzig. Du musst dann, du kannst immerhin das Wägeli schon losfahren lassen, weißt, wo du dann sozusagen siehst, ob dann die Bahn auch funktioniert, oder? Mhm. Oder ob die, ob es einfach crasht. Also weißt, oder ob es genug Schwung hat, was ich dann recht interessant finde. Weil du baust ja dann einfach irgendetwas und dann merkst du, okay, jetzt hast du einfach irgendwie mega zu viele Kurven drin und der Wagen hat dann gar nicht genug Schwung. Und wenn es steil drauf geht, dann musst du halt eins mit so Schienen bauen, weißt du, was nur zieht, oder? Der Wagen. Und dann kannst du aber auch Sachen wie Kanonen einbauen, wo es einfach noch den Wagen irgendwo überschießt. Okay. Und das ist also, da ist die, wie heisst die Bahn im Europapark? Du gehst ja jetzt gerade nächste Woche. Ja, oder? Genau, ja. Ja. Wie heisst die, wo dort die steilste ist? Die Mercedes-Bahn da? Silver Star, genau. Ja, genau. Pipifax dagegen. Da kannst du auch einfach das Gelände einbeziehen und kannst irgendwie, dann ist so ein Kran, der so einen Betonröhre hat und dann kannst du einfach die Bahn dort durchschicken und so. Das ist abgefahren. Und das ist so ein bisschen der grosse Unterschied zu den anderen Park-Sims, oder? Dass du so wirklich abgedrehte Sachen kannst machen, die in echt nicht möglich wären. Ja, genau. Also irgendwie, es hat dann schon Physik drin, aber ich weiß jetzt nicht, wie realistisch. Und du kommst natürlich dann nachher, wenn sie wirklich im Park mal steht, dann hast du noch so ein Rating, weißt du, wie viel es den Leuten schlecht wird und so. aber einfach die Bahn ist wie ein Element, oder? Ich kann einfach bauen und das ist sicher das Größte, wo du kannst bauen, weil es ist ja wie nicht eingeschränkt. Und es geht im Fall auch relativ gut, die bauen. Du musst einfach aufpassen, wenn es dumm läuft, kannst du die ganze Achterbahn einfach löschen. Das geht mit viel weniger Klicks, als du sie aufbaust. Das ist irgendwie komisch. Aber genau, der Park selber, das ist auch so ein bisschen das typische Management zwischen den Besuchern müssen zufrieden sein, du musst Essensstände haben, Getränkestände, den Weg musst bauen, die müssen genug breit sein, damit der Besucher dran kannst bewältigen. Bei jeder Attraktion musst du einen Ein- und einen Ausgang bauen und dann musst du das halt möglichst geschickt platzieren auf dem Gelände, das du hast. Du musst wirklich wie ein Bänkchen aufstellen, damit sie den Energielevel, du siehst den Energielevel der Besucher, wenn sie zuerst kaputt sind, dann musst du Bänkchen aufstellen, damit sie sich dort erholen können. Und kübeln und einfach, oder was man also kennt.
Und dann gibt es zwischendurch mal, keine Ahnung, gegen das, was ist jetzt das, nicht Curry. Was ist, wohl wie Curry aussieht, aber nicht Curry ist? Kurkuma, genau. Kurkuma Chai Latte. Ja, ich weiss, aber darum sage ich ja. Kurkuma Chai Latte ist dann gerade Aktion. Dann kannst du irgendwie in deinem Kaffeeshop kannst halt den anbieten und dann kannst du den Preis noch ein bisschen jagen, weil die Nachfrage hoch ist. Und dann bist du einfach so ein Manager, oder? Und beim ersten kommst du dann zum Beispiel einen Auftrag über, dann fragt sie dich, wer willst du den Park bauen? Und ich habe dann gefunden, ja, mach mal für Erwachsene. Und du kannst dann eben deine Attraktionen auch, oder die Kinder finden andere gut wie Erwachsene. Und dann musst du halt also ein bisschen die richtige Balance finden. Und es ist einfach recht lustig. Es hat dann auch weißt, coole Bahnen, weißt, so ein Piratenschiff oder so Tentakeln oder irgendwelche kreisenden Kaffeetassen und so. Finde ich wirklich recht lustig und eben, er ist nicht so komplex, was ich jetzt eigentlich noch easy finde. Ich glaube, weil er muss ja auch wirklich auf Konsole spielbar sein mit dem Controller, oder? Aber was mich ein bisschen gestört hat, ich habe amigs nicht ganz gecheckt, was das Problem ist, warum gewisse Bahnen nicht laufen, oder? Ich habe dann irgendeine Meldung, hey, irgendwie, eben, das Piratenschiff sind 3 Monate nicht rentabel. Und du kannst eine Bewertung anlegen von den Leuten und sie finden dann irgendwie mal scheisse. Also, oder vielleicht sagen sie einfach, sie finden es nicht so gut. Aber du, ich check nicht, wie... Weißt du, ist das Problem, dass sie nicht hinkommen, aber ja. Es hat ja keine Schlange. Und ich bin einfach bei ein paar Sachen nicht... Obwohl du, weißt du, hast ja wie auch bei SimCity, kennst du die verschiedenen Ansichten mit... Eben da siehst, wo die Leute hungrig sind, in welchem Bereich, oder wo es Stau hat. Das kannst du alles anschauen. Und ich habe einfach nicht ganz den Durchblick bei gewissen Elementen. Oder auch, du musst dann Leute anstellen, Personal, weißt, wo die Bahnen betreuen, wo den Abfall auflesen. Und ich sehe dort irgendwie nicht einmal, oder ich habe es nicht herausgefunden, wie viel das ich brauche. Also weißt, wie ausgelastet die sind. Ich sehe nur ihren Energielevel. Und ja gut, dann baue ich halt noch ein Häuschen an und kann Pause machen. Ist das gut? Brauche ich jetzt mehr? Ja. Es hat einfach, da fehlt es mir ein bisschen. Und ich habe beim Bauen auch ein bisschen, teilweise stört es mich ein bisschen, du kannst wie Gebäude in andere reinbauen. Also, weißt du, es trennt nicht alles ganz sauber ab. Es kann sich zum Teil einfach überschneiden. Dann hast du einfach deinen Kaffeestand so ein bisschen noch in der Bahn drin. Also, das ist aber einfach das so ineinander reingeklippt. Also nicht. Ja, aha, okay. Genau. Ah, lustig. Und es ist wie die Rasterabfrage ist irgendwie nicht ganz sauber. Und das ist einfach so ein bisschen unschön. Und dass du auch Wege kannst du auch unterirdisch bauen. Die sehen aber gleich aus wie normale Wege, sind einfach blau. Okay. Das ist aber ein Tunnel. Und dann kannst du aber trotzdem nicht quer durch den Park ziehen. Es hat einfach gewisse unlogische Sachen drin. Aber ich glaube, wenn man da mal reinkommt und dann vor allem das Wichtige ist in diesem Game immer, dass du den Platz gut nutzt, oder? Und nicht das Zeug zusammen baust. Aber dann finde ich spiele die immer so gerne, weil einfach du kommst immer neue Bahnen über, die sehen cool aus, du kannst natürlich auch selber drauf hocken. Und dann irgendwie ein Riesenrad fahren und so. Und das ist immer das Coolste, wenn du selber kannst. Ja, finde auch. Das ist ja Ego-Perspektive. Ja, also ich habe verschiedene Perspektiven, aber ja, kannst sie auch. Die Achterbahn ist natürlich das Lustigste, dort hat es ein Tempo. Das Riesenrad ist, die Aussicht ist noch schön dort oben. Aber wieso meinst du, dass es zu simpel ist? Hast du das Gefühl, weil es auf Konsole erscheint und mit Controller spielbar muss sein, oder? Ich glaube schon, ja, weil ich habe nicht das Gefühl, es hat schon weißt, viele Menüs mit Zahlen drin und so, aber ich habe nicht das Gefühl, vieles ist einfach zur Show. Also, sie sind dann gar nicht so relevant für wie du es spielst. Okay. Und so komplex kannst du dann das Zeug gleich nicht anpassen. Also, aber die anderen Parks sind so Rollercoaster Tycoon und so, die sind ja auch auf Konsole erschienen und sind ja gleich noch, also nicht so kompromiss. Ich habe die nicht gespielt. Ah, okay. Ich habe den Vergleich nicht. Ich habe wirklich nur zum Planet Zoo habe ich den direktesten, weil die ganze Steuerung ist sehr ähnlich wie der Zoo-Simulator dort. Und dort habe ich aber das Gefühl, ich habe noch ein bisschen... Da war mir auch ein bisschen zu viel Mikromanagement gewesen. Planet Zoo jetzt. Nicht das Gefühl. Ja. Aber eben hier, du kannst eine Bahn selber dann nicht irgendwie... Die kaufst du ab den Stangen, oder? Und du kannst dann, so viel ich weiss, du kannst die Farbe anpassen. Aber ich glaube, das ist dann auch etwas. Und sonst scheint es mir dann relativ straightforward. Du baust einfach... Du baust einfach die Sachen, die gewünscht werden. Respektive eben, ich check zum Teil jetzt nicht. Es schwankt dann, aber ich sehe einfach das Glücksgefühl im Park. Also, du siehst dann hier, ich habe einen Level 4 Park, dann geht es mal ein bisschen hoch, mal runter. Und so genau sehe ich gar nicht, was der Grund ist. Es ist einerseits straightforward, aber andererseits kommuniziert es gleich nicht genug, was von dir erwartet wird. So ist es eine komische Mischung irgendwie. Eigentlich hat es wenig Anforderungen an dich, finde ich. Die Bedürfnisse sind relativ klar. Die Leute wollen essen, trinken und schnell an die Bahn kommen. Und dann, stehst du aber irgendwo auf dem Schlauch. Warum System dahinter sind auch nicht so ganz klar, wie das alles in den Rang hineingreift.
Aber hey, mega schön gemacht. Weißt, mega schönes Design, mega farbenfroh, coole Bahnen. Und wenn du gerne so die Parksimulatoren hast, dann habe ich das Gefühl, dann ist das eine lässige Ergänzung. Aber wie gesagt, für PC, ich glaube 40 Stutz, PS5 und Xbox Series könnt ihr kaufen. Ja, dann wäre es das gewesen von dieser Folge. Und ja, danke ich wieder mal allen fürs Zulassen, Zuschauen. Und Samuel, Domi und Flo, danke vielmals fürs Mitmachen. Und würdest du bitte den Flo richtig ansprechen? Aha, genau, der Retromaster Flo natürlich. Der Retromaster 2000. Oder nein, 1900 eher. 1990. Ja. Genau, und ja, mit dem verabschieden wir uns. Und tschüss miteinander, bis in der Woche. Tschüss. Ciao,